Live aus Köln. Der Presseclub mit Volker Herres. Zu dem ich Sie auch an diesem Sonntag herzlich begrüße. Schön, dass Sie dabei sind. Erst trat der Bürgermeister angesichts der Fremdenfeindlichkeit zurück, dann brannte in Tröglitz das geplante Flüchtlingsheim. Der Landrat steht unter Polizeischutz und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Hasselhoff sagt, Tröglitz ist überall. Hätte er recht? Na dann, gute Nacht, Deutschland. Denn nach Pegida-dumpfer Deutschtümelei blicken wir jetzt in die hässliche Fratze brauner Bereitschaft zur Barbarisierung des Abendlandes. Wie fremdenfeindlich es aber hierzulande tatsächlich zugeht und was zu tun ist, das wollen wir jetzt diskutieren hier im Presseclub. Doch zuvor ein Blick auf das, worum es geht. Eine Woche ist es her, dass in Tröglitz ein Haus brannte. Ein Haus, in dem Flüchtlinge einziehen sollten. Dabei wurde mit großer Wahrscheinlichkeit auch Brandbeschleuniger verwendet. Als Motiv wird Fremdenhass vermutet. Nicht nur in den neuen Bundesländern ein Problem. Auch in Worra in Bayern brannte schon eine Flüchtlingsunterkunft. Es wächst die Sorge, dass Rassismus und rechte Gewalt in Deutschland stärker verankert sind als bislang angenommen. Wir haben ein gesamtgesellschaftliches Problem in ganz Deutschland, in allen 16 Bundesländern. Das müssen wir offensiv angehen. Wird zu wenig getan im Kampf gegen Fremdenhass? Hilft mehr Geld für den Kampf gegen Rechts, wie unter anderem die Grünen fordern? Der Brandanschlag von Tröglitz hat eine Diskussion in Gang gesetzt über Konsequenzen für die Flüchtlingspolitik in Deutschland. Tröglitz und anderswo, was tun gegen Fremdenfeindlichkeit? Das ist unser Thema heute hier im Presseclub. Darüber wollen wir diskutieren und ich freue mich auf meine Gesprächspartner und darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Sibylle Quinnett ist Vize-Chefredakteurin der Mitteldeutschen Zeitung in Halle. Sie meint, man dürfe jetzt bei der Unterbringung von Flüchtlingen nicht nachgeben. Dorothea Siems ist Chefkorrespondentin für Wirtschaftspolitik der Zeitung Die Welt. Und sie sorgt sich um das Ansehen Deutschlands und fürchtet, dass ausländische Investoren von Ansiedlungen in Ostdeutschland abgeschreckt werden könnten. Frank Jansen ist als Reporter und Redakteur für den Berliner Tagesspiegel unterwegs und er beschäftigt sich seit fast einem Vierteljahrhundert mit der rechten Szene hierzulande. Und Elmar Brähler hat als Professor für medizinische Psychologie und Soziologie an der Universität Leipzig gearbeitet und Gründe und Auswirkungen rechtsextremer Einstellungen untersucht. Seien Sie alle herzlich willkommen. Frau Quinnett, was weiß man denn zur Stunde über den Hergang, über Motive und vor allem über den oder die Täter des Brandanschlags in Tröglitz? Unerfreulich wenig. Also man weiß, dass eine Stahltür aufgebrochen wurde, dass mit zwei Kanistern im Dachstuhl Feuer gelegt wurde. Es gibt keinerlei Bekennerschreiben, es gibt keinerlei Brandzeichen Parolen, die an die Wand gesprüht wurden. Es wird ermittelt, es wird betont gesagt, in alle Richtungen ermittelt. Aber es gibt keinen konkreten Verdacht, der bisher Hoffnung bötet, dass man der Täter möglichst bald habhaft werden würde, was, glaube ich, sehr schön wäre, nicht nur sehr schön, sondern sehr wichtig, um genau diese Diskussion, die jetzt hier gerade geführt wird, auch wieder ein bisschen zu beruhigen, vielleicht auch vor allem Nachahmungstäter abzuschrecken. Man weiß zurzeit nur sicher, dass es ein Brandanschlag war. Man weiß mit Sicherheit, dass es ein Brandanschlag war. Deswegen wird auch mit entsprechender Dringlichkeit, es gibt eine 17-köpfige Ermittlungskommission ermittelt. Ich habe wenig Zweifel, dass die Polizei wirklich alles dran setzt, um dieser Menschen habhaft zu werden, weil der Druck natürlich auf das Land, auf die Ermittlungsbehörden unglaublich groß ist. Herr Jansen, der auf Druck auch der Straße zurückgetretene Bürgermeister der Gemeinde hat E-Mails erhalten mit Drohungen. Ich zitiere mal eine, die er öffentlich gemacht hat. Mir hat Hermann Göring persönlich geschrieben, dass ich sie erschießen soll. Das ist kein Einzelfall. Auch andere Politiker, die sich mit Flüchtlingsfragen hierzulande beschäftigen, erhalten solche Drohungen. Was ist da los? Also ich muss leider feststellen, dass im vergangenen Jahr diese Drohkulisse
nicht nur gegenüber Politikern, sondern auch gegenüber Journalisten, gegenüber allen Menschen, die sich mit Rechtsextremismus und Rassismus auseinandersetzen, wieder deutlich zugenommen hat, dass es sich verschärft hat. Ich selber bekomme auch, gerade auch wegen der Berichterstattung im Tagesspiegel über Tröglitz, E-Mails und Drohschreiben. Ich habe eins mitgebracht, das ist vom Freitag von Pegida-Fans, wie unschwer zu erkennen ist. Da werde ich als hetzerischer Lump bezeichnet und es wird mir als antideutschem Gesindel angekündigt, dass Pegida mich bestrafen und verjagen wird. Und ich habe den Eindruck, dass gerade im letzten Jahr auch durch das Aufkommen von Pegida, auch wenn diese Demonstrationen ja stark auf Dresden fokussiert sind, dass das ausstrahlt, dass das eben auch viele andere außerhalb von Dresden, auch außerhalb von Sachsen animiert, selber offener und härter zu drohen und möglicherweise auch aktiv zu werden. Und ich habe die Befürchtung, wenn das so weitergeht, auch wenn ich mir anschaue, wie viele Angriffe es auf Asylbewerberheime im letzten Jahr gegeben hat, die Rede ist von 150 bei der Polizei, ich habe die Befürchtung, dass das in letzter Konsequenz dazu führen kann, dass sich wieder auch eine Terrorzelle nach dem Vorbild des nationalsozialistischen Untergrunds bildet und dann rassistische Morde begangen werden. Frau Siems, in Ihrer Zeitung liest man ähnlich Warnendes. Man konnte dieser Tage lesen, ich will auch das zitieren, das nächste Ding, das brennt. 130 Flüchtlinge sollen nach Kittlitz im brandenburgischen Spreewald kommen. Die Einwohner sind wütend und rüsten auf. Das war eine Reportage. Stehen wir, wie Herr Jansen es befürchtet, vor so einer Welle rechtsmotivierter Gewalt in Deutschland? Ja, Sie verweisen auf diese Reportage. Da muss man allerdings auch sagen, ich frage mich manchmal, was den Verantwortlichen einfällt. Da ist eine Gemeinde von 100 Leuten in der Nähe, also sie gehören zu Lübbenau, aber sie sind eine eigene kleine Gemeinde sozusagen. Und da will man 140 einen Asylbewerber hinbringen. Das halte ich nicht für sinnvoll. Also ich bin selbstverständlich gegen diese ganzen Anfeindungen. Nur muss man natürlich auch immer gucken, wie kann man so etwas verträglicher machen. In größeren Städten sind solche Einheiten von 140 kein Problem, also ein Heim. Aber in einer Gemeinde, die nur 100 Einwohner hat, strukturschwach, einen hohen Anteil von Arbeitslosen, das ist nicht verträglich für das Klima. Und ich finde es auch für die Flüchtlinge, die da kommen, eigentlich eine Zumutung, wenn man schon weiß, was für Strömungen da auch sind. Also wir haben eben gerade eben diese kleinen Gemeinden im Osten, da gibt es teilweise Gemeinden, wo sich alle anderen Parteien inzwischen nicht mehr großartig zeigen und nur noch die NPD eigentlich da so richtig gerade dort aktiv ist, da muss man sozusagen zunächst einmal die Kultur wieder in Ordnung bringen, bevor man dann sagt, so, wir ziehen da jetzt was durch, was wir uns vorgenommen haben, die Flüchtlinge müssen da rein um jeden Preis und nimmt vielleicht in Kauf, dass irgendwann nicht nur Flüchtlingsheime brennen, sondern Flüchtlinge richtig verfolgt werden. Das halte ich für wirklich gefährlich. Also man muss sozusagen gucken, was kann man jetzt machen, dass man nicht als Staat zurückweicht und sagt, also so, da hat ein Heim gebrannt und jetzt lassen wir uns einschüchtern. Aber man muss auch überlegen, was ist unter Umständen auch an falschen Konzepten dort, die wirklich so einen Brandherd dann noch erzeugen. Das wollen wir unbedingt vertiefen, denn das ist ganz wichtig in unserer Diskussion. Ich möchte trotzdem, Herr Brehler, zu Beginn noch mal ganz kurz bleiben, damit wir das ein bisschen einordnen können. Wir reden über Tröglitz, ganz wichtig der Hinweis, wir wissen gar nicht zurzeit, wir wissen, dass es ein Anschlag war, aber mehr wissen wir auch nicht. Aber wir reden über Fremdenfeindlichkeit auch in ganz Deutschland. Und der Ministerpräsident Sachsen-Anhalts hat diesen Satz gesagt, Tröglitz ist überall. Sie haben sich wissenschaftlich damit beschäftigt. Ist Tröglitz überall oder sind das Einzelfälle, die wir da erleben? Oder stehen wir vor einer neuen gesellschaftlichen Zuspitzung, wenn es um die Frage geht, wie bringen wir Flüchtlinge hierzulande unter? Ja, wir haben seit 2002 rechtsextreme Einstellungen in Deutschland untersucht, insbesondere auch die Fremdenfeindlichkeit und den Rassismus. Und da kann man sagen, dass die Fremdenfeindlichkeit und der Rassismus schon ausgeprägter war als heute. Vor
2012 war es sehr hoch, er war auch an Anfang des Jahrtausends sehr hoch. Fremdenfeindlichkeit ist in Deutschland tief verankert und ein Problem dabei zeigt sich, dass die Fremdenfeindlichkeit dort am höchsten ist, wo die wenigsten Ausländer wohnen. Der Punkt ist auch, dass manchmal so eine Phantomdebatte geführt wird, wenn Pegida gegen die Islamisierung des Abendlandes wettert. In Dresden ist das einzig schöne islamische ist diese Zigarettenfabrik. Das ist eine Phantomdebatte. Und Anschläge hat es auch unabhängig von der Flüchtlingssituation jetzt. Die will ich nicht kleinreden. Die Probleme, die es da gibt. Anschläge hat es gegeben, auch in der Vergangenheit. Die hat es gegeben in allen Bundesländern. Und in allen Bundesländern sind unabhängig von Flüchtlingen auch Ausländer, die schon lange hier wohnen, massiv attackiert worden. Was für mich eine neue Qualität hat, ist zum Beispiel auch, dass in Sachsen Sorben angegriffen werden. Die sorbische Minderheit, die seit 1000 Jahren mit den, ja, ich weiß nicht, wer die Eingeborenen sind, die Sorben oder die Sachsen, also friedlich mit den Deutschen zusammengelebt haben, dass nun plötzlich Sorben angegriffen werden. Das hat eine neue Qualität. Wir haben noch andere Bereiche, die leicht untergehen. In Grenzgebieten zu Polen ist eine hohe Polenfeindlichkeit, die sehr groß ist. Und ich glaube, die Situation jetzt mit den Flüchtlingen, sagen der Antrag an Flüchtlingen, die nach Deutschland wollen. Ich glaube, die Fremdenfeindlichkeit ist nicht dadurch ausgelöst. Die Fremdenfeindlichkeit ist schon lange da. Und es gibt eine Verschiebung hin. Ausländer, wir haben plötzlich gute Ausländer, die nicht mehr so schlimm angesehen werden. Es gibt einen Hass gegen Islam, das spielt eine große Rolle. Wir hatten im letzten Jahr Sinti und Roma und wir haben da eine Verschiebung auf die Schwächsten. Herr Jansen, Herr Brehler sagt, Fremdenfeindlichkeit sei dort besonders hoch, wo die Ausländerquote gering sei. Das ist in der Tendenz eher in den neuen Bundesländern. Da gibt es Regionen, wo es traditionell eben sehr viel weniger Ausländer gab oder Menschen mit Migrationshintergrund, als wir das in den alten Bundesländern, insbesondere in vielen Ballungsräumen, kennen. Ist das so ein bisschen ein besonderes Ostphänomen, auch was wir da jetzt erleben? Ja und nein. Was wir erleben ist, also was ich erlebe eigentlich seit der Wiedervereinigung, ist, dass Fremdenfeindlichkeit oder ich finde das Wort fremd eigentlich nicht ganz passend, ich würde eher sagen Rassismus, dass rassistische Einstellungen in Ostdeutschland weit verbreitet sind. Sind sie in Westdeutschland aber auch? Da ist der Unterschied, je nachdem, welche Untersuchung man sich anschaut, der Unterschied gar nicht so allzu groß, auch was Antisemitismus angeht. Aber es gibt einen aus meiner Sicht, also aus meiner Erfahrung heraus entscheidenden Unterschied, nämlich in Ostdeutschland schlagen rassistische Einstellungen schneller um in Gewalt. Wir sehen seit der Wiedervereinigung regelmäßig in den Polizeistatistiken, dass Ostdeutschland proportional hochgerechnet auf die Einwohnerzahl immer deutlich stärker mit rassistischer und auch mit rechtsextremer Gewalt insgesamt belastet ist, was die Straftaten angeht, als Westdeutschland. Und natürlich betrifft es auch Gegenden in Ostdeutschland, wo tatsächlich nur sehr wenige Migranten leben. Das sind auch Gegenden, habe ich dann immer wieder auch von Einwohnern zu hören bekommen, in denen auch schon zu DDR-Zeiten Vertragsarbeiter aus Mosambik, Kuba, Angola attackiert worden sind, die sich nicht sicher fühlten, wo Vietnamesen flächendeckend als Fidschis bezeichnet worden sind. Und das ist also ein Zustand, den es schon vor der Wiedervereinigung gegeben hat und der sich leider durch die Wiedervereinigung und auch durch die Jahre danach aus meiner Sicht nicht entscheidend geändert hat. Frau Quennett, Wolf Biermann hat mal gesungen, so gründlich haben wir geschrubbt mit Stalins hartem Besen, das Rot verschrammt, der Hintern ist der früher braun gewesen. Hat er sich da getäuscht? Ist der Osten immer noch besonders empfänglich? Herr Jansen hat gerade das Phänomen beschrieben für solche Formen rassistischer Tendenzen? Also ich würde gern was sagen zu dem Satz, Drücklitz ist überall. Ich glaube, der Satz heißt eigentlich, Drücklitz kann überall sein. Denn das große Glück ist, dass bisher Drücklitz eben nicht überall ist. Weder im Westen noch im Osten. Es gab, Sie haben es ja auch im Einspieler gezeigt, Anschläge im Fränkischen nahe bei Nürnberg. Es gab in Coesfeld Anschläge, alles in den letzten 2, 3, 4 Monaten maximal. Es gibt auch viele gelungene Beispiele, auch im Osten. Wollte ich gerade sagen, es gibt neben Tröglitz ist Hohenmölsen, wo man Flüchtlinge integriert und aufnimmt. Und das ist im Prinzip genau die gleiche Sozialstruktur. Und ich glaube, dass ganz viel
davon abhängt, welche Personen handeln. Natürlich gibt es ein Mobilisierungspotenzial. Das scheint, was Pegida anging, im Osten größer zu sein. Also speziell der Fokus auf Dresden, aber natürlich auch in Maßen auf Leipzig. Als vielleicht in Westdeutschland, da ist das bisher nirgends so stark aufgetreten. Aber im Grunde genommen ist wahrscheinlich einfach die Angst bei denjenigen, die selber Sorge haben, dass man ihnen von dem wenigen, was sie noch haben, noch was wegnimmt. Potenziell im Osten in diesen Gegenden, Burgenlandkreis ist jetzt nicht Boomtown, größer als in anderen Teilen des Landes. Insofern mag es ein Mobilisierungspotenzial geben, das man schneller erreicht. Aber dass die Grundeinstellungen grundsätzlich stärker braun werden, glaube ich nicht. Frau Siems hat es ja eingangs schon erwähnt, ist auf die Gründe, auch auf die Überforderung vielleicht von bestimmten Regionen eingegangen. Das will ich mal in die Runde geben. Lassen Sie uns ein bisschen diskutieren, was läuft da schief vielleicht auch in der Flüchtlingspolitik? Mir ist aufgefallen, wenn man, wir haben ja ein Gästebuch zu dieser Sendung, wenn man da gründlich reinschaut und zuhört, bekommt man vieles, was Sie auch angesprochen haben, also was in den Bereich, sagen wir mal, von Hass-E-Mails geht. Aber man bekommt auch viele Einträge von Menschen, die sagen, wir sind nicht fremdenfeindlich, wir neigen auch nicht zu rechten Tendenzen, sondern wir machen uns schlicht Sorgen, wir haben Angst, wir fühlen uns überfordert, wir wissen nicht, ob unsere Region das verkraftet, ob es genügend Kita-Plätze gibt, was das für die Schulen bedeutet und uns. Also da artikulieren Menschen auch eine Sorge. Und ich will das mal in die Runde geben und sagen, wie berechtigt ist das? Also ich glaube, in der Tat, man muss auf Sorgen auch schauen. Also das eine sind Straftäter und sind auch Parteien wie NPD, die richtig Nazis und Nazi-Gut sozusagen versuchen ins Volk zu tragen. Und das andere sind besorgte Bürger, die kann man auch teilweise für irregeführt halten. Man muss gar nicht die Themen und die Gedanken teilen und die Sorgen. Aber das so ohne weiteres zu sagen, das ist sozusagen das Gleiche. Und dass die einen sind verantwortlich dafür, dass das andere passiert, ist, glaube ich, zu einfach. Denn bei Pegida, vor allen Dingen in der Hochzeit, das war ja vor Weihnachten, als eben mehrere Zehntausend da jede Woche demonstriert haben, inzwischen sind die Zahlen ja auch zurückgegangen, waren auch viele Bürger, die nicht radikal waren und die Ängste artikuliert haben im Sinne von, wir wollen nicht, dass bei uns das so aussieht wie in Berlin, in Neukölln. Also sprich mit sehr hohen Ausländeranteilen und so weiter. Da kann man aus Berliner Sicht, ich komme aus Berlin, sagen, Berlin ist eigentlich sehr schön und Neukölln ist ein durchaus wieder sehr, sehr trendiger Bezirk und keineswegs ist da alles Sodom und Gomorra. Nur wer jahrzehntelang eben das, auch diese Entwicklung gar nicht mitgemacht hat und im Osten gibt es eben Ecken mit wenig Ausländererfahrung, und jetzt Islam vor allen Dingen aus den Nachrichten irgendwie kennt und sieht, islamischer Staat, Terror und so weiter, und Dinge dann zusammenbringt, die überhaupt nicht zusammengehören, nämlich der türkische Arbeiter der, oder auch Arzt, der seit Jahrzehnten hier ist und vielleicht auch hier geboren ist, und eben die islamischen Dschihadisten. Aber eben das sind auch Erfahrungswerte, also so die so entstanden sind. Insofern nochmal, die Ängste dieser Leute sind, glaube ich, sehr ernst zu nehmen. Und wenn man auch die Zahlen sieht jetzt mit Flüchtlingen, die sehr stark steigen, dass dann irgendwie so der Eindruck ist, oh Gott, werden wir hier überrannt. Dass Deutschland natürlich durchaus in der Lage ist und in der Vergangenheit auch schon in der Lage war, Anfang der 90er Jahre hatten wir ähnlich hohe Flüchtlingszahlen. Das ist, muss man, glaube ich, auch dann eben langsam klar machen. Man muss auch klar machen, welche Form der Integration kann denn gelingen und gelingt auch. Und das ist deswegen, glaube ich, auch gerade dort, wo man diese Erfahrung gemacht hat, meist in den westlichen Ländern, ist diese Angst auch nicht so verbreitet wie in Ländern Ostdeutschlands, wo diese Erfahrung bislang nicht gemacht wurde. Herr Brehler, wo verläuft denn die Grenze zwischen Mangel an Erfahrung, Angst vor dem Unbekannten und Fremdenfeindlichkeit oder gar offenem Rassismus?
Nun gut, wenn der Pegida, jetzige Wieder-Pegida-Chef Bachmann spricht von Gelumbe und Viehzeug in Bezug auf Flüchtlinge, dann fällt es mir schwer, seine Anhänger, also die Sorgen seiner Anhänger zu sehen. Ich glaube, typisch für diese Bewegung ist eine Situation von Verschwörungstheorien. Sie glauben, dass irgendwelche Mächte, vielleicht das internationale Finanzkapital, wer auch immer, die Geschicke lenkt, dass die Politiker nicht greifbar sind, dass die Politiker nichts zu sagen haben und dass man selbst sich gegen diese nicht artikulieren kann. Und wer angegriffen wird, sind dann die Schwächsten, auf die man losgeht. Kommt niemand auf die Idee, zum Beispiel irgendetwas gegen Steuerflüchtlinge zu haben, nicht? Also Steuerflüchtlinge spielen da kaum eine Rolle oder andere, die unser Sozialsystem, unsere Steuersystem betrügen. Die Grenze zu ziehen, wenn jemand sagt, ich habe oft erlebt bei unseren Fragen, wenn wir fragen, wie sollen wir Ausländer nach Hause zurückschicken, wenn die Arbeitsplätze knapp werden, da hatten wir Zahlen in Bayern und in Sachsen-Anhalt zeitweilig über 50%. Da wird immer bestritten, dass das irgendwas Rechtsextremes sei. Herr Beckstein hat damals gesagt, das ist nicht rechtsextrem, schauen Sie sich doch mal in München um, im gefährlichen Maß von Ausländern über Fremde, das ist nichts Fremdenfeindliches. Wer uns immer sich verstanden gefühlt hat mit unseren Fragen, war die NPD, die gesagt hat, die Bevölkerung teilt unsere Ansichten. Ich finde eine Ansicht, der sagt, man soll Ausländer nach Hause zurückjagen. Wenn das eine Bevölkerung so einen hohen Anteil hat und das geht weit, sagen wir, über die NPD-Wähler hinaus. Das betrifft auch die Wähler der Volksparteien, CDU, CSU, SPD und auch der Linken. Dann haben wir eine verbreitete rassistische Einstellung bei Anhängern aller Parteien. Und unser Problem ist immer zu sagen, das zum Problem der NPD und AfD zu machen. Das, finde ich, löst das Problem nicht. Wir müssen kämpfen mit rassistischen Einstellungen, auch in unserem Umfeld. Am Stammtisch, an der Kaffeetafel, dort werden sie verbreitet und sie werden in Familien weitergeführt. Sinti- und Roma-Feindlichkeit ist lange verankert. Die Fremdenfeindlichkeit ist im Osten lange, lange verankert. Man hat ja damals auch keine Statistik geführt über fremdenfeindliche Taten. Die sind unter Kriminalität geführt worden. Die gab es massenweise auch im Osten. Also ich finde, man muss vielleicht auch mal darauf hinweisen, dass die Sorgen, die kann man individuell verstehen. Wenn ein kleines Dorf eine größere Anzahl Asylbewerber kommen soll, natürlich sind die Leute beunruhigt, weil sie einfach auch nicht gewöhnt sind, damit umzugehen. Aber wenn man sich mal das im internationalen Vergleich anschaut, der Libanon mit 5,8 Millionen Einwohnern hat 1,1 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen. Wenn man das hochrechnen würde auf Deutschland, wären das 20 Millionen Flüchtlinge, die Deutschland aufnehmen würde. Der Libanon ist ein armes Land, ein zerrissenes Land, ein fragiles Land, nicht reich, wohlhabend wie die Bundesrepublik, nicht so stabil. Und wir haben hier angeblich monströse Probleme mit 200.000 Asylbewerbern, die im letzten Jahr gekommen sind. Das ist einfach aus meiner Sicht ein Fehlverhältnis, was auch publizistisch und auch von der Politik viel zu wenig aufgegriffen wird. Ich glaube, man sollte wirklich auch den sogenannten besorgten Menschen, wie gesagt, ich will das gar nicht immer in Abrede stellen, aber dann vielleicht auch mal wirklich sagen, bitte, wir leben hier immer noch in einem vergleichsweise luxuriösen Zustand. Und andere Länder, siehe Libanon, siehe auch Jordanien, denen geht es viel, viel schlechter, ohne dass da der Weltkrieg ausbricht. Also ganz kurz mal dazu, sind ja zurzeit auch Nachrichten von den Flüchtlingsheimen, beispielsweise in Syrien, wo der UNO-Chef gesagt hat, das ist die Hölle auf Erden. Also es gehen andere Länder mit ihren Flüchtlingen nicht unbedingt besser um als die Deutschen. Syrien selbst. In Syrien selbst, nicht in Libanon. Ich habe auch überhaupt nicht gesagt, dass wir mit 200.000 oder vielleicht diesem Jahr 300.000 Flüchtlingen, dass wir das nicht schaffen könnten. Wobei die Probleme, weil eben auch mit entsprechend weniger Vorbereitung das Ganze ja jetzt stark angestiegen ist, in den Kommunen offensichtlich ist. Also das ist keineswegs jetzt eine Frage von nur, dass Fremdenfeindlichkeit zunimmt mit den Flüchtlingsströmen, sondern natürlich auch die Probleme der Unterbringung beispielsweise, dass die Leute teilweise in Turnhallen zu Dutzenden schlafen müssen, ist ja kein sinnvoller Zustand und macht natürlich das für alle Seiten nicht einfacher. Nur trotzdem ist es so, dass wir derzeit wieder einen Anstieg solcher Anschläge beispielsweise sehen und Vorfälle hat mit der Entwicklung der Flüchtlingszahlen zu tun. Als wir lange sehr geringe
Asylbewerberzahlen hatten. Wir hatten ja vor 7, 8 Jahren ganz niedrige Zahlen, gab es dieses Problem so massiv nicht. Und dass jetzt beispielsweise Sinti und Roma besonders oft mit rassistischen Äußerungen konfrontiert sind, hängt natürlich damit zusammen, dass im Vergleich von vor 10 Jahren heutzutage sehr viel mehr da sind, einfach durch offene Grenzen. Viele von den Sinti und Roma kommen ja aus EU-Staaten. Das heißt, da ist es gar nicht eine Frage von Flüchtlingen, sondern die kommen einfach aus, also im Rahmen der Freizügigkeit sind die Grenzen halt jetzt offen. Und dann kommen eben auch noch welche aus Serbien und aus anderen Balkanstaaten. Da sind es dann Flüchtlinge, wo aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie hier bleiben können, durchaus gering ist. Insofern sind die natürlich jetzt anders im Fokus. Genauso der Islam war vor 20 Jahren bei den Flüchtlingen kaum vertreten. Es ist heute, sind durch Syrien und andere Krisengebiete im hoher Anteil von Muslimen auch darunter. Insofern ist dieses Thema nach vorne gerückt. Ich glaube auch, dass ein Teil der Bevölkerung in der Tat ausländerfeindlich ist. Das ist sozusagen über lange Zeit. Nur dieser harte Kern, das zeigen ja auch Ihre Untersuchungen, der ist gesunken. Das ist ja erstmal auch mal festzuhalten. Also die Bevölkerung in Deutschland insgesamt steht heute den Ausländern gegenüber sehr viel positiver. Herr Brehler, korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, während aber die Zahl der Gewalttaten und der Ausschreitungen eher zugenommen hat. Das ist sozusagen, das ist der problematische. Das heißt, also der hat sich radikalisiert, oder? Das hängt, ja gut, die Fremdenfeindlichkeit oder Rassismus hängt doch mit der wirtschaftlichen Lage zusammen. Die Ausländer sind Fressfeinde. Wenn die Arbeitslosigkeit hoch ist, das spielt in neuen Ländern sicher auch eine Rolle, wenn die Arbeitslosigkeit hoch ist, wird vermutet, die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Und wir haben gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Wir sind in Europa eigentlich eine Insel der Seligen, wenn man die Arbeitslosenzahlen anschaut. Und wenn wir so in südeuropäische Länder schauen, mit was die zu kämpfen haben momentan, sieht es bei uns eigentlich wirtschaftlich sehr gut aus. Und das mag auch die allgemeine Fremdenfeindlichkeit etwas niedriger halten. Aber spezifisch gegen Islam und gegen Asyl, da haben wir momentan einen rapiden Anstieg. Frau Quennet. Also ich glaube, man kann es auf den einfachen Punkt bringen, auch eingebildete Schmerzen tun weh. Das hat mir mal ein Neurologe gesagt. Also Sie haben völlig recht, die Last, die ein Land wie Jordanien trägt, ist unvergleichlich viel höher. Und Sie haben ja das Zahlenverhältnis genannt, das ist für uns unvorstellbar. Ich glaube, das muss man einfach so stehen lassen. Das Problem ist, dass ich damit die Menschen, die jetzt in Tröglis oder anderswo Sorgen haben, nicht erreiche. Also stellt sich die Frage, wie erreiche ich diese Menschen? Das ist wie wenn ich zum Arzt gehe und sage, ich habe Leibschmerzen. Und dann untersucht er mich von oben bis unten und sagt, sie haben aber nichts. Und sage ich, es tut aber trotzdem weh. Das ist leider so. Und ich glaube, dass die Politik, um diesen Generalbegriff mal zu verwenden, über Personen viel stärker sich vor Ort überall zeigen muss, engagieren muss. Das werde ich nicht durch Parteiprogramme machen, das werde ich auch nicht allein durch Institutionen machen. Das mache ich über Gesichter. Das geht mit dem Ortsbürgermeister Niert, der zurückgetreten ist, los. Das muss sich nach oben fortsetzen. Wissend, dass die Politiker an vielen Ecken und Enden heutzutage gefordert sind und jetzt weiß Gott keine Däumchen drehen und auch nicht alle eine 40-Stunden-Woche haben, sondern schwer belastet sind. Es wird ihnen nichts anderes übrig bleiben als Vertreter, egal ob in Kreistagen, in Landtagen, in Bundestagen. Es wird ihnen nichts anderes übrig bleiben, als sich stärker vor Ort zu zeigen, da wo es Probleme gibt und mit den Leuten zu kommunizieren. Nur so schaffe ich wieder das Vertrauen, dass wenn zum Beispiel Zuweisungen kommen, die über die Länder und über die Kreise erfolgen, dass die Menschen sich vor Ort nicht überfahren und nicht alleine gelassen fühlen. Das ist eine unglaubliche Führungsaufgabe, die da, glaube ich, auf unsere politische Klasse, wenn mir der Begriff erlaubt ist, zukommt. Darf ich da vielleicht gleich einhaken? Das trifft voll ins Schwarze. Es passt zu meinen Erfahrungen nach 25 Jahren, die ich unter anderem im Ostdeutschland recherchiert habe zum Thema Rassismus. Ich bin immer wieder auf Menschen gestoßen, auch auf Kommunalpolitiker, die gesagt haben, naja, mit uns redet ja keiner. Wir sind hier alleingelassen. Das war zwar dann, wenn man sich die genaue Situation anguckt, nicht immer richtig, aber es mangelt einfach an Kommunikation. Ich habe festgestellt, dass gerade in Ostdeutschland, das ist eben auch ein Unterschied zu Westdeutschland mit 40 Jahren Demokratievorsprung, dass gerade in Ostdeutschland viele erwarten oder darauf hoffen, dass ihnen auch Demokratie erklärt wird, dass ihnen Probleme der Demokratie erklärt werden, dass ihnen nicht einfach was vorgesetzt wird, sondern dass mit ihnen geredet wird, wenn sie Sorgen haben. Und dem sind viele Politiker, auch solche, die wirklich populär sind, ich erinnere an Herrn Stolpe, ich erinnere an Frau Hildebrand, sind dem in der Regel gepflegt ausgewichen.
Ich erinnere mich an Fälle, die ich im Tagesspiegel beschrieben habe, wo es über Wochen hinweg Angriffe gab auf Migranten, teilweise Leute, die gut integriert waren, die ein Restaurant betrieben haben in einer brandenburgischen Kleinstadt, wo alles bekannt war, wo aber beispielsweise eine Frau Hildebrand, die ja wirklich Volkes Stimme vertreten hat, sich beharrlich weigerte, dort mal hinzufahren und mit den Menschen zu reden. Und sie wäre wahrscheinlich in der Lage gewesen, den Leuten ins Gewissen zu reden und sagen, hör mal, das und das sind die Fakten. So viele Migranten habt ihr, so viele Migranten zahlen hier Steuern bei euch. Und was habt ihr eigentlich? Was wollt ihr eigentlich? Was ist gegen diese Leute einzuwenden? Ja, es ist nicht passiert. Ich erinnere mich, dass ich mit Frau Hildebrand darüber gesprochen habe und dann wurde ich von ihr angekräht und mir wurde vorgehalten, naja, die Presse bauscht das Problem auf. Und das ist leider kein Einzelfall. Ja, da passiert in puncto Kommunikation viel zu wenig. Ist das der Schluss? Ja? Entschuldigung, ich dränge mich gerade noch mal vor. Ja, es gibt, der Ortsbürgermeister Niert, der wirklich eine herausragend positive Rolle spielt, hat einen Satz gesagt bei uns im Interview, wo ich dann auch im Nachhinein, nachdem ich ihn noch mal gelesen habe, kurz gezuckt habe. Gesagt, ich bin doch als kleiner Politiker, wende ich mich doch nicht sofort an die da ganz oben. Das heißt, er ist in der Linienverantwortung geblieben und gedacht, sein Ansprechpartner ist der Landrat, statt sozusagen irgendwann, nachdem er es gefühlt hat, dass er ein Problem ist, dessen er nicht Herr wird, zu sagen, okay, wenn mir der Landrat vielleicht nicht das Feedback gibt, was ich möchte, dann überspringe ich ihn, versuche ich es mal woanders, rufe ich halt in Magdeburg an. Diese Kultur, sich auch mal über eingeübte Strukturen hinwegzusetzen, ich weiß nicht, wie weit sie überall verbreitet ist, aber ich glaube, die brauchen wir auch, also dass sozusagen natürlich nicht wegen jedem Pille-Palle-Dings, aber dass, wenn jemand in Not sich fühlt, dass er sozusagen auch sagt, okay, ich werde jetzt meiner Verantwortung gerecht, indem ich dorthin gehe, wo ich glaube, die müssen mir tatsächlich helfen. Aber genau das, finde ich, war ja auch die Sache, als Gabriel gesagt hat, er redet mal mit Pegida-Leuten. Ich fand das richtig. Er ist davon verprügelt worden, dass er gesagt hat, er macht die hoffähig und so weiter, wobei, glaube ich, da gar nicht der Verdacht war, glaube ich, völlig verkehrt, weil Gabriel, dem macht man einiges vorwerfen, aber sicher nicht, dass er sich mit Pegida gemein machen will. Aber eben zu sagen, da sind Menschen, die haben Sorgen, die man vielleicht selber nicht teilt, aber man muss sie aufklären, man muss versuchen, sie zurückzugewinnen, weil genau das ist es eben, zu verhindern, dass die derzeit da eben diese Ängste haben, abrutschen ins Rechtsradikale. Das soll eben nicht passieren. Und deswegen muss man sie aber auch annehmen. Ich bin mir nicht immer sicher, ob sie durch Politiker erreichbar sind. Aber deswegen glaube ich, alle Eliten, wenn ich das mal so nennen darf, oder eben Macher in der Region, also Unternehmer, der Meister vor Ort, der Bäckermeister, der händeringend Nachwuchskraft sorgt und vielleicht sagt, gib mir die Möglichkeit, ich stelle einen Flüchtling ein. Ich bin froh, wenn der hier bei mir als Nachwuchskraft arbeiten kann. Das ist ja sozusagen ein Ziel der Wirtschaft, dass man sagt, bei den Flüchtlingen, die hier bleiben dürfen, geduldet sind, zu gucken, wer eigentlich hier für den Arbeitsmarkt auch was bringt. Also sozusagen auch die Integration über Arbeitsmarkt ist ein ganz wichtiges Instrument, was ja im Westen viel geholfen hat. So eine Stadt wie Stuttgart mit dem höchsten Ausländeranteil unter den deutschen Großstädten hat kein oder wenig Ausländerfeindlichkeit, gerade weil dort eben da arbeitet und lebt man zusammen. Dann funktioniert das sehr viel einfacher. Und die Leute müssen Gesicht zeigen. Genauso auch wie die Bürger, die ja hier, ich erinnere daran, Anfang des Jahres gab es einen Toten, da hieß es der erste Pegida-Tote. Der war dann gar kein Pegida-Toter, sondern dann waren es eben Streitigkeiten zwischen Flüchtlingen, die da zu einem Toten geführt hatten. Da war man sehr vorschnell auch mit Gegenbewegungen und so. Aber nichtsdestotrotz ist es so, es gibt in diesen, auch überall in Ostdeutschland, sehr viele Bürger, die auch die Flüchtlinge willkommen heißen. Das darf man auch nicht unterschlagen. Und dort eben dieses Engagement zu nutzen und zu sagen, lasst uns was auf die Beine stellen. Herr Brilla. Ja, ich glaube, es gibt noch andere Akteure, die aktiv werden können. Zum Beispiel die Gewerkschaften. Die haben auch noch Luft nach oben, was so Integrationsarbeit angeht. Ich vermute ja, wahrscheinlich auch nicht zu Unrecht, dass die Gewerkschaftsmitglieder eher rechts vom Stammtisch sitzen. Da ist Bildungsarbeit auch innerhalb der Gewerkschaften gefragt. Kirchen ist im Osten ja schwierig von der Mitgliederzahl, aber auch die Parteien. Wir reden immer davon, dass Politiker irgendwie aktiv vor Ort, finde ich auch sehr wichtig, aber die Politiker
die Parteien müssen sich auch um ihre Mitglieder kümmern. Und sie haben einen Bildungsauftrag gegenüber ihren Mitgliedern. Da meine ich alle Parteien, angefangen von den Grünen bis hin zu den Linken. Die müssen mit ihren Mitgliedern das dort auch hineintragen. Und die Parteien winden sich immer daraus, indem sie sagen, wir sind die Guten und dort gibt es ein paar Böse. Die müssen wir Nazis raus oder wohin eigentlich? Also die müssen wir aus den Landtagen herausbringen, dass sie nicht wiedergewählt werden oder verbieten. Ich finde, das ist der falsche Weg. Die Parteien, Kirchen, auch Universitäten, Schulen müssen da tätiger werden. Und dann halten die sich vornehm zurück. Ich will noch mal was anderes in die Runde geben. Das Thema wird ja häufig diskutiert unter der Überschrift Problem. Wir sind ein Land, das wirtschaftlich ist hier mehrfach gefallen, zurzeit glänzend dasteht, in toto. Klar gibt es Problemregionen, gar keine Frage, aber in der Gesamtbetrachtung. Wir haben demografische Probleme. Jetzt nehmen wir im internationalen Maßstab gesehen vergleichsweise wenig, in absoluten Zahlen für ein großes Land natürlich dann schon relativ viele Flüchtlinge auf. Kann man das Ganze auch nicht mehr als Chance kommunizieren und begreifen? Das sind ja Menschen, die dieses Land mit seinen demografischen Problemen perspektivisch auch bereichern können. Oder ist das etwas, was nicht vermittelbar ist? Das denke ich sehr wohl vermittelbar. Man muss es allerdings dann auch vielleicht anders exekutieren, um mal das harte Wort zu verwenden. Möglicherweise muss man dann schneller unterscheiden zwischen denen, die tatsächlich auf Dauer hier bleiben dürfen und nicht nur geduldet sind. Und man muss denjenigen, die genau diesen Status erreicht haben, alle Möglichkeiten geben, um genau das zu erreichen, was Frau Siems gesagt hat, nämlich Arbeitsplätze, die sie in eine Gesellschaft integrieren, die natürlich sich auch stark über Arbeit definiert. Das mit den Gastarbeitern in Westdeutschland lief am Anfang gut, weil es im Grunde genommen nie eine Diskussion war, dass irgendjemand dem Staat oder wem auch immer auf der Tasche liegt, sondern sie waren Teil einer Gesellschaft, die produktiv war. Da gab es in der einen oder anderen Ecke sicherlich auch mal nicht nur die ideale Welt. Ganz problemfrei war auch das nicht. Aber im Grunde genommen, Verhältnisse, wie wir sie jetzt beobachten oder die uns Sorgen machen, gab es nicht. Das hatte einfach damit zu tun, dass man zusammen in der Werkbank war, im Pütt oder sonst wo. Es ist natürlich ein Unterschied. Also die Gastarbeiter waren gerufen worden und Arbeitsmigranten, also so wie die aus Drittländern kommen, die werden angeworben, kommen wenig. Und aus der EU kommen zurzeit viele, weil eben in vielen Ecken Krise herrscht. Die Flüchtlinge sind natürlich erstmal welche, die können wir uns nicht aussuchen. Und dann ist die Frage, bieten sie Potenzial hier für den Arbeitsmarkt oder nicht? Das eine ist natürlich, man muss gucken. Darauf könnten wir ja Einfluss nehmen. Man muss sozusagen gucken. Auf Flüchtlingsströme kann man schwer steuern, aber man kann natürlich Potenzial. Gucken, genau. Man kann ausbilden, man kann Angebote machen, und man kann hat jetzt ja letztes nicht nur Jahr, unterbringen, sondern genau, integrieren. Aber, genau, diese, also deswegen halte ich ganz wichtig, was man ja im letzten Jahr gemacht hat, mit zu sagen, Flüchtlinge dürfen hier schneller arbeiten. Also wenn sie aus Mangelberufen kommen und die Qualifikation nachweisen können, schon nach 3 Monaten. Und ansonsten nach 15 Monaten, das ist beschleunigt, das halte ich für sehr richtig. Aber zum Beispiel auch sowas, wer hier in Deutschland eine Ausbildung angefangen hat, der sollte sie zu Ende machen dürfen. Und dann, das sagt die Wirtschaft, kann ich auch verstehen, weil das sozusagen eine Investition ja ist, dass sie dann hier auch noch in jedem Fall 2 Jahre weiterarbeiten können sollen. Das sind so Regeln, die sind auf alle Fälle nützlich. Man muss aber auch sagen, wir haben mit unserem Asyl in keinem anderen Land wird so viel Asyl beantragt wie in Deutschland. Das liegt nicht daran, dass in manchen Flüchtlingsländern sozusagen oder Zielländern gar nicht solche Verfahren sind. Aber eben bei uns werden zurzeit sehr, sehr viele Anträge gestellt. Der Großteil von denen kriegt hier kein Asyl. Das heißt, es kommen das ganz wir nicht viele. Noch aufmachen, Frau Siems, nein, ich wollte nur sagen, Thema also so ist es. Und wir ist am nur Ende Sache, unserer Presseclubrunde schon gut, sind. Aber dass eben, dass man natürlich guckt, wer darf überhaupt hier bleiben. Würde ich gern das Frau Quennet das Schlusswort geben, nämlich den Titel unserer Sendung noch mal aufrufen. Tröglitz und anderswo, was tun gegen Fremdenfeindlichkeit? Ihr Fazit. Ich bin davon überzeugt, dass die Politiker, wie ich bereits gesagt habe, und andere Verantwortliche stärker sich persönlich in der Graswurzelarbeit beweisen müssen, um zu zeigen, dass man eben Menschen aufnimmt und nicht nur Fremde, die nie zu uns gehören werden. Herr Jansen, Ihr Fazit? Also ich denke, wir diskutieren ein bisschen zu viel darüber, was mit Flüchtlingen ist, ob sie wirtschaftlich nutzbar sind, wie sie untergebracht werden. Wir müssen auch darüber diskutieren, was gegen Rassismus, gerade auch da, wo eben ja wenig Ausländer sind,
wenig Migranten sind, was dagegen getan wird. Und ich finde, dass beispielsweise die vielen Initiativen, die sich mit Rassismus auseinandersetzen, die Opfern rechter Gewalt helfen, stärker unterstützt werden müssten, dass da ein institutioneller Rahmen, beispielsweise eine Bundesstiftung her müsste, die auch Ansprechpartner sein könnte, beispielsweise für überforderte und hilfesuchende Kommunalpolitiker. Ganz herzlichen Dank in die Runde. Wir sind am Ende des Presseclubs angelangt. Über vieles kann man streiten, das haben Sie gesehen und gehört. Über eines aber nicht, das nämlich, wie es Hans Magnus Enzensberger in einem sehr empfehlenswerten Migrationsessay Die große Wanderung genannt hat, Zitat, Verbrennen nicht statthaft ist und eine Gegend unbewohnbar, in der es Schlägerbanden freisteht, Personen zu überfallen oder ihre Wohnungen in Brand zu stecken. Das war der Presseclub. Weiter geht's im Ersten mit dem Europa-Magazin, unter anderem mit einer Reportage über ein Hotel in Österreich, das hauptsächlich von Flüchtlingen betrieben wird. Mehr zum Thema Tröglitz und die Folgen gibt's dann heute auch im Bericht aus Berlin um 18.30 Uhr. Ich danke für Ihr Interesse und wir alle hier wünschen Ihnen noch einen angenehmen Sonntag. Machen Sie's gut und tschüss. Ich begrüße Sie zum Presseclub nachgefragt auf Phoenix und im Radio auf WDR 5. Tröglitz und anderswo, was tun gegen Fremdenfeindlichkeit? Das ist unser Thema heute hier im Presseclub. Und jetzt sind Sie dran, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, mit Ihren Fragen an meine Gäste. Und wir haben auch bereits die ersten Anrufer. Und ich gehe zunächst nach Gütersloh. Dort ist Holger Piel am Telefon. Herr Piel, Ihre Frage an unsere Runde. Einen schönen guten Tag. Wäre es jetzt nicht endlich mal an der Zeit, um der Fremdenfeindlichkeit entgegenzuwirken, das Thema Nationalsozialismus verpflichtend auf sämtliche Lehrpläne in den Schulen aufzunehmen? Danke für Ihre Frage. Frau Siems. Also der Nationalsozialismus wird heute in allen Schulen mehrfach im Laufe der Schulzeit durchgenommen, was auch völlig richtig ist. Es war zu DDR-Zeiten nicht so. Also beziehungsweise da wurde immer der Eindruck vermittelt, der Nationalsozialismus, das ist alles, sind alles nur die, die im Westen leben. Das hat natürlich in der Tat, war eine große Lücke. Aber heutzutage wird das gemacht in Schulen. Aber darf ich vielleicht ergänzen, es wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn man an den Schulen regelmäßig darüber sprechen würde, was es in puncto Rechtsextremismus nach 1945 in Deutschland gegeben hat. Und vielleicht auch generell über Extremismus in Deutschland an Schulen zu sprechen, einfach um Jugendlichen auch relativ früh klarzumachen, wie solche Mechanismen funktionieren, wie Radikalisierung funktioniert, auch in Richtung Salafismus und so weiter. Also ich glaube, dass da noch durchaus Defizite bestehen. Also Diskussionen zu führen, wie wir sie auch gerade führen, auch an Schulen, um Bewusstsein zu schärfen und Vorurteile abzubauen. Der nächste Anrufer kommt, ich glaube, aus Berlin. Ist das richtig? Hallo? Bin ich das? Ja, Sie sind es. Ich kann den Namen nicht genau. Ich bin Frau Zisch. Frau Zisch. Und Sie rufen aus Berlin an, Frau Zisch, richtig? Ja. Frau Zisch, dann Ihre Anmerkung oder Ihre Frage zu unserer Diskussion hier. Ja, ich habe eine Anmerkung. Ich bin selber Flüchtlingskind aus Rumänien und wir sind ab August 44 Jahre lang in Flüchtlingslagern unterwegs gewesen und haben unglaublich viel Hilfsbereitschaft bekommen, trotz dieser katastrophalen Zustände in Deutschland. Und ich bin, ich beobachte natürlich diese Fremdenfeindlichkeit sehr genau und denke, es wäre wahnsinnig wichtig, denjenigen, die hilfsbereit sind und die mit diesen Flüchtlingen irgendwie in Kontakt kommen wollen und die ihnen helfen wollen, die müssen was davon haben. Man muss sie also positiv herausstellen. Ich weiß nicht, wie man das in den einzelnen Gemeinden machen kann, aber es sollte sozusagen zum guten Ton gehören, dass man Fremden hilft. Das geht natürlich nur, wenn die Menschen, die dort leben und das mitkriegen, dass da Leute kommen, die, denen man irgendwie das Essen bringt und sie selber müssen das Essen irgendwie selber organisieren. Man muss ihnen klar machen, was für ein Segen das ist, dass man für sich selber sorgen kann. Und man muss irgendwie die Paradigmen wechseln. Also die Flüchtlinge sind Menschen, die Opfer sind und nicht diejenigen, die da in ihren sicheren Häusern, auch wenn sie noch so einfach sind, leben. Die sind keine Opfer.
Vielen Dank, Frau Zisch, für Ihre Anmerkung. Ich gebe das mal in die Runde. Ist das vielleicht, Herr Brehler, wenig im Bewusstsein, dass wir es tatsächlich ja, wir reden über Syrien-Flüchtlinge beispielsweise, mit Menschen zu tun haben, die in bitterster Not aus einem vom Krieg zerrissenen Land hierher kommen? Wir hatten in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, ich glaube, an die 20 Millionen Flüchtlinge. Dort, ich erinnere mich noch als Kind, ich habe bin in Hessen groß geworden, Flüchtlinge wurden nicht gerade freundlich begrüßt und da gab es große Probleme, sind aber gemeistert worden. Mecklenburg-Vorpommern hatte 55% der Bevölkerung waren Flüchtlinge gewesen. Ich erinnere auch an die Flüchtlinge aus der DDR. Ich habe ja lange in Gießen gearbeitet. Da habe ich immer das Notaufnahmelager gesehen. Da waren es erst Aussiedler, Anfang der 70er aus Polen. Dann später ganz viele DDR-Flüchtlinge. Da war der Umgang auch nicht freundlich, besonders freundlich von der westdeutschen Seite, obwohl es ja die gleiche Sprache gesprochen wurde. Aber es ging dann irgendwann. Vielleicht könnten wir aus der Zeit, wie es Deutschland damals gelungen ist, vielleicht könnten wir daraus auch noch ein bisschen profitieren. Zumal wir in einem Land leben, dessen Bevölkerung immer aus Wanderungsbewegungen auch historisch hervorgegangen ist. Ne? Deutschland in der Mitte Europas. Der nächste Anrufer kommt aus Ludwigshafen am Rhein. Franz Weiß ist am Telefon. Herr Weiß, seien Sie gegrüßt und Ihre Anmerkung, Ihre Frage zu unserer Diskussion. Zunächst einmal guten Tag an die Runde. Und meine Frage lautet, wird die vorhandene Fremdenfeindlichkeit nicht verstärkt durch das Fischen der CSU am rechten Rand mit ihren Stammtischparolen wie wer betrügt, der fliegt, zu Hause muss Deutsch gesprochen werden und was weiß ich, was der Herr Schauer da alles noch erzählt hat. Danke schön, Herr Weiß, für Ihre Frage. Frau Quennet zunächst mal. Also der Gedanke ist durchaus nicht ganz abwegig, wenn man nämlich darauf hinschaut, wie in Bayern trotz einer sehr, sehr guten Wirtschaftslage und einer sehr guten Struktur offensichtlich, wie Herr Professor Brehler schon gesagt hat, die Ausländerfeindlichkeit auch sehr hoch ist, also mit am höchsten, auf jeden Fall mit Blick auf die westdeutschen Länder. Ist zumindest mir der Gedanke auch gekommen, dass diese Sorte von Agitation bei der CSU, ich würde jetzt nicht grundsätzlich sagen die gesamte Union, aber die CSU trägt da, finde ich, im Zweifelsfalle zumindest zu einem Meinungsumfeld bei, dass es nicht immer ganz einfach ist. Also insofern. Frau Siems und Herrn Jansen drängt es dann auch noch mal. Ja, ich würde einen bisschen anderen Schwerpunkt. Also ich sehe zwei Dinge, die gefährlich sind. Sicher sind sehr populistische Äußerungen auch von Volksparteien problematisch. Problematisch finde ich aber auch das Gegenteil. Also dass, wenn immer alles sehr schön geredet wird nach dem Motto, es könnten auch noch viel mehr kommen und das wäre alles unproblematisch oder die Grünen jetzt Aufenthaltsrecht, wer hier geboren wurde. Das halte ich auch für schwierig, eben wenn man sich anguckt, dass etliche auch das Asylrecht eben hier missbrauchen. Also das heißt, die kommen her beispielsweise aus dem Kosovo als Nichtverfolgte. Die flüchten vor der Armut, das macht man verstehen, aber es ist aussichtslos, so zu kommen. Und die werden in einem großen Teil dann aber nicht wieder abgeschoben. Und das ist auch was, was in der Bevölkerung, glaube ich, schwer vermittelbar ist, gerade wenn es darum geht zu sagen, wie kriegen wir eigentlich diese Flüchtlinge auch so untergebracht, dass es menschenwürdig ist. Dann muss man auch gucken, dass diejenigen, die keine Chance haben, hier bleiben zu dürfen, auch rasch wieder weggeschickt werden. Das muss sein, beides. Herr Jansen noch kurz und dann wollen wir den nächsten Anrufer zu Wort kommen lassen. Ja, also das Thema Abschiebung, finde ich, ist sehr schwierig. Natürlich gibt es Leute, die nicht aus den Gründen kommen, wie sie das Asylrecht bei uns vorsieht. Das ist ja so. Aber Herr Brehler hat es ja eben erwähnt, es sind jede Menge Menschen aus der DDR gekommen, gar nicht mal unbedingt, weil sie politisch verfolgt wurden, sondern weil sie ein besseres Leben haben wollten. Und sie wurden selbstverständlich bei uns aufgenommen. Sie wurden als Landsleute offiziell willkommen geheißen. Sie wurden willkommen geheißen. Aber die Motive zu kommen waren dann schon, dass sie natürlich auch in einem etwas wohlhabenderen Land leben wollten als in der DDR. Insofern, wenn jemand aus dem Kosovo kommt oder gerade Roma und die im Kosovo oder auch in Serbien also auch äußerst übel behandelt werden, wenn die hier hinkommen und dann sagen wir, okay, aber das Asylrecht gibt es aber nicht her, du kannst die Verfolgung nicht nachweisen. Ich finde schon, dass man sich da etwas mehr Großzügigkeit erlauben sollte. Otto Herkel ist am Telefon. Herr Herkel, seien Sie gegrüßt. Sie rufen uns aus Augsburg an.
Ja, schönen guten Tag in die Runde. Ich habe ein Anliegen. Ich bin Jahrgang 25 im vorigen Jahrhundert. Also 90 Jahre alt. Jawohl. Es geht darum, die Geschichte wiederholt sich immer. Ich habe die Zeit erlebt, als Achtjähriger, wie die braune Soße durch die Straße geflossen ist und rumgeprügelt worden ist, die Menschen eingesperrt wurden. Und ich kann etwas nicht verstehen, dass die Politik damals versagt hat in der Weimarer Republik. Und heute tut sie das wieder. Sie nimmt alles hin und lässt alles laufen. Die Politik mischt sich überhaupt nicht mehr ein, nur im negativen Sinne. Und das finde ich nicht in Ordnung. Wir haben am Boden gelegen nach dem Krieg. Uns hat man auch geholfen. Wir sind ausgebombt gewesen in Hamburg. Man hat uns auf dem Land geholfen. Also die Möglichkeit muss doch geben, dass der Mensch dem anderen hilft. Wir sollten uns schämen, einmal für unsere Vergangenheit und außerdem dafür, dass wir so mit solchen, mit den flüchtigen Menschen, die viel erlebt und viel durchgemacht haben, dass wir mit denen so umgehen. Das kann man nicht machen. Ganz herzlichen Dank, Herr Hakel, für Ihre Anmerkung und Ihre geschichtliche Erfahrung, die Sie uns hier geschildert haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute, einen schönen Tag in Augsburg und gebe das mal, Herr Brehler, an Sie weiter. Sie haben es vorhin mit der Nachkriegszeit ja schon ein bisschen auch historisch eingeordnet. Fehlt da vielleicht manchmal auch das Bewusstsein für die eigene Geschichte, wenn heute solche Reaktionen, wie wir sie beklagenswerterweise erleben, Alltag gehören? Mir fällt dazu ein, dass der Nationalsozialismus weder in West noch in Ost aufgearbeitet wurde. Wir hatten genügend aufgearbeitet wurde. Wir hatten Anfang der 60er Jahre im Hessischen Landtag mindestens 25% ehemalige NSDAP-Mitglieder und die gleiche Anzahl in der DDR-Volkskammer. Und wir hatten Mitte der 50er Jahre in der amerikanischen B-Zone, so hieß er, amerikanisch-britischen B-Zone, Antisemitismus bei weit mehr als der Hälfte der Bevölkerung und Verklärung des Nationalsozialismus rückwärts. Von daher bin ich nicht ganz so pessimistisch, dass sich ein bisschen doch schon was getan hat. Dennoch steckt die Geschichte in uns. Und diese Einstellungen werden noch sehr oft durch familiäre Erzählungen weiter tradiert. Und ich glaube, die Familien sind die schlimmste Brutstätte rassistischer Einstellungen. Mhm. Am Telefon ist Hans-Jürgen Bauer. Grüße Sie, Herr Bauer. Einen schönen Gruß an die Runde. Meine Frage, ganz kurze Anmerkung vorher wäre, Sie haben das schon einige Male während Ihrer Diskussion auch angesprochen. Ich fühle mich als Bürger dieses Landes, auch egal in welcher Situation und besonders in dieser Situation, als Bürger überhaupt nicht mehr mitgenommen, nicht gefragt und nachdem man seine Wahlstimme abgegeben hat, die Politiker ihr Pöstchen bekommen haben, dann sagen, die können mich, Sie entschuldigen bitte den Ausdruck, eine schlechte Kinderstube, die ich leider nicht hatte, mal, ich meine, man müsste Rahmenbedingungen in dieser neuen Situation schaffen, an die sich alle hält und wo die Politiker den Bürger sagen, liebe Bürger, das und das ist in der Welt los. Wir sind verpflichtet, als Menschen nicht auf die Nazizeit zurückzugehen. Wir haben eine ganz andere Situation. Als Menschen, diesen Menschen mitzuhelfen und sich nicht wegzuducken, sondern Bedingungen zu schaffen. Und wir als Politiker haben Bedingungen zu schaffen, die das überhaupt erlauben und mit denen ihr euch einverstanden fühlt. Aber wir müssen mit euch darüber sprechen. Und genau das wäre meine Frage, wie sind die Bürger dieses Landes durch ihre politische Klasse mitzunehmen in die Verantwortung, in die Pflicht hinein? Ich bedanke mich, dass ich sprechen durfte. Dankeschön, Herr Bauer, und Ihnen einen angenehmen Tag. Und ich gebe das in die Runde, wer möchte. Frau Quenneth. Also ich glaube, dass das tatsächlich in den Parteien an der Basis beginnen muss, aber allerdings begleitet als Führungsaufgabe. Das heißt, man wird an den
Man wird von oben in den Parteien das stärker auch als Thema aufgreifen müssen. Aber man muss es dann natürlich an die Basis tragen und wie gesagt mit Köpfen und mit Personen verbinden. Frau Merkel hat sich anti-Pegida-mäßig, dafür ist sie gelobt und gescholten worden, geäußert um den Jahreswechsel herum. Seitdem hört man nicht mehr so wahnsinnig viel von ihr. Und sie hat nun mal die höchste Autorität, Glaubwürdigkeit in diesem Land, glaube ich, in der politischen Klasse. Möglicherweise ist es Zeit, dass sie auch noch mal tatsächlich sich nicht nur ex cathedra äußert, sondern auch noch mal vor Ort geht und mit Leuten spricht. Denn das wird, glaube ich, in einer Art und Weise rezipiert als kümmern, selbst wenn es dann nur punktuell ist und natürlich Frau Merkel oder auch andere nicht überall hingehen können, dass man aber sieht, aha, es wird wahrgenommen. Das wäre, glaube ich, ein Signal, das gar nicht schlecht wäre. Also Jansen, das haben Sie in einem Ihrer Berichte oder Kommentare gefordert. Merkel müsste das Thema zur Chefsache machen, habe ich da gelesen. Also ich denke, dass Frau Merkel sich, es geht ja nicht nur um Flüchtlinge, es geht eben auch um Rassismus. Und ich weigere mich so ein bisschen, das immer in so einem automatischen Zusammenhang Flüchtlinge gleich Rassismus, Hervorbringung und so weiter zu sehen. Ich finde, dass wir haben jetzt 25 Jahre in der Wiedervereinigung erlebt mit Rostock, Hoyerswerda, Mölln, Solingen, Tröglitz und so weiter und so weiter. Ich finde, es ist längst an der Zeit, dass die Kanzlerin und möglicherweise auch andere Minister, auch Ministerpräsidenten, sich des Themas stärker annehmen, dass sie stärker kommunizieren. Also auch vor Ort, wie Sie gesagt haben, das finde ich auch. Aber dass eben, wie gesagt, auch Rahmenbedingungen, eine Institution geschaffen werden, beispielsweise eine Bundesstiftung, die als Dach für Initiativen dastehen könnte, die denen einen organisatorischen und finanziellen Rahmen geben könnte, dass nicht immer nur vom Modellprojekt zu Modellprojekt gehoppelt wird, sondern dass langfristig Engagement gezeigt wird. Und ich denke, die Kanzlerin sollte versuchen, da doch einen Schritt voranzugehen, zu sagen, wir müssen einfach mehr unternehmen. Vielen Dank in die Runde. Mehr Unternehmen ist ein schönes Schlusswort. Das war nämlich der Presseclub nachgefragt auf WDR 5 und auf Phoenix. Nochmal Dank an meine Gäste und Ihnen wünsche ich einen angenehmen Sonntag. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.